Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Ja, Nils Körber ist bei mir vor dem Spiel beim Halleschen FC am Samstag. Nils, vorab erstmal so ein paar generelle Fragen noch zu dir. Du bist vor der Saison zum VfL gekommen. Nach 5 Spielen steht ihr jetzt auf Platz 1, ihr seid noch ungeschlagen. Was macht das Team gerade richtig oder was stimmt gerade alles beim VfL, dass es sportlich so gut läuft? Ich glaube, da kommt einiges zusammen. Wir haben einen guten Teamzusammenhalt. Ich glaube, die Spieler, die auch nicht spielen, geben alles von außen. Wenn sie reinkommen, geben sie alles. Das hat man noch in dem einen oder anderen Spiel gesehen, wo Alva oder Manu reinkommt, die dann die Tore machen oder die Vorlagen oder mitentscheidend sind für das Ergebnis am Ende. Dazu kommen natürlich die Fans. Wir haben hier eine extreme starke Unterstützung zu Hause wie auch auswärts, was natürlich auch noch immer 1-2% mehr rausholt. Und dazu sind wir jetzt sind wir zu 11 Punkten gekommen, haben gute Spiele abgeliefert, denke ich. Die einen ein bisschen spannender als die anderen. Und wir sind jetzt erstmal soweit ganz zufrieden, wollen natürlich weitermachen, wollen weiter Punkte sammeln und geben alles, um jetzt am Samstag auch wieder 3 Punkte zu holen. Wird nicht ganz so einfach, aber ja, wir schauen positiv auf das Spiel und so gehen wir das auch an. Wie bist du mit deinen eigenen Leistungen bisher zufrieden? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist immer schwierig, die Leistung von sich selber zu bewerten. Für einen Torwart ist es natürlich immer wichtig, wenn er kein Gegentor bekommt. Wir haben jetzt in 5 Spielen 3-0 gespielt. Das spricht natürlich für uns, für die Abwehr oder für die Arbeit gegen den Ball. Und aber jetzt um meine eigene Leistung komplett zu bewerten, ich glaube, da habe ich den Torwarttrainer für, mit denen ich drüber spreche, andere Leute, mit denen ich drüber spreche und selber, glaube ich, ist das auch mal ein bisschen schwierig. Was gibt denn der Torwarttrainer Rolf Meier dir so als Feedback, um mal so zu fragen? Ja, der schaut natürlich auch die Szenen an vom Spiel. Ist immer noch mal was anderes, wenn man es im Spiel sieht und danach nochmal auf dem Video sieht, die einzelnen Szenen, wir schauen uns die an. Wenn irgendwas positiv ist, schauen wir uns das natürlich auch an, gibt er mir die Szenen mit. Dementsprechend auch, wenn was Negatives ist, sprechen wir darüber, was man hätte besser machen können, wie man vielleicht, wenn die Situation nächstes Mal ähnlich kommt, wie man vielleicht dann damit umgeht oder sie dann löst. Und das klappt bis jetzt ganz gut. Was man viel liest und auch so die eigenen Erfahrungen auf der Linie sehr stark, im Spielaufbau auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Würdest du das so unterstreichen? Ja, es kommt immer auf die Spiele drauf an, glaube ich, wie man hinten rausspielt. Ich glaube, es ist immer schwierig, wenn man jetzt, wir hatten enge Spiele, Mannschaften gehabt, die auch stark gedrückt haben. Da ist immer die Frage, ne? Wie viel Risiko man hinten eingeht, jetzt den Ball flach auszuspielen oder mit relativ viel Risiko das Spiel zu eröffnen. Vor allem jetzt zum Beispiel im Derby gegen Münster. Ich glaube, da nimmt man immer erstmal lieber die sichere Variante, als einen Risikoball zu spielen. Und man kann immer an einer arbeiten. Wir sprechen darüber im Spielaufbau, wie auch Sachen auf der Linie, die passieren. Und aber es gibt immer Luft nach oben. Wie steht die Situation oder beziehungsweise das Verhältnis zu deinem Mitstreiter Philipp Kühn, der in den Pokalspielen sozusagen zwischen den Pfosten steht? Also wie versteht ihr euch? Wir haben ein gesundes Torwartverhältnis, alles gut. Wir haben keinen Stress, wir trainieren zusammen. Wir verstehen uns gut, es macht Spaß. Ich glaube, wir beide stacheln uns ein bisschen an im Training, das ist ganz gut. So, so kann man immer noch mal ein paar Prozent mehr rausholen. Das passt. Wie bist du generell in der Mannschaft angekommen? Also jetzt, wie gesagt, du bist ja vor der Saison zum VfL gekommen, hast gerade schon gesprochen, ihr habt einen guten Teamspirit. Würdest du mal so das Gefüge allgemein ein bisschen beschreiben? Ja, ich glaube schon, dass wichtig ist, dass ich in so einer Mannschaft keine Grüppchen bin, sondern dass das Team zusammenhält. Und das ist bis jetzt gut so. Also wie gesagt, auch Spieler, die nicht spielen, stehen gar nicht rum oder so. Sie wissen selber, sie müssen weiter arbeiten, um wieder in die erste Elf zu kommen oder wieder auf ihre Einsatzzeiten. Und da ist auf jeden Fall keine negative Energie in der Mannschaft, sondern soweit alles positiv. Jeder freut sich, wenn wir gewinnen, jeder ärgert sich, wenn wir verlieren. Und Neben dem Platz, man hat ja nicht immer, also man kann ja nicht die ganze Zeit mit 15, 16 Spielern im Prinzip durch die Gegend ziehen oder so. Mit wem verstehst du dich neben dem Platz somit am besten? Ja, möchte man, glaube ich, nicht immer auf einzeln darauf eingehen, aber wie gesagt, die Mannschaft, natürlich ist es schwierig, dass alle 20 Mann nicht zusammen abhängen. Die einen sind schon ein bisschen älter, haben Familie, müssen nach Hause, die anderen haben eine Freundin zu Hause. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Das passt alles. Okay.
Bist du mittlerweile hier in Osnabrück auch heimisch geworden? Du hast ja vorher in Münster gespielt, also Wohnung. Und wie fühlst du dich in Osnabrück? Bist du in der Stadt an sich angekommen? Gefällt es dir? Ja, Wohnung habe ich schnell gefunden. Ich glaube, nach 2, 3 Wochen hatte ich schon meine Wohnung, konnte direkt einziehen. Ist immer besser, als im Hotel zu wohnen, das Gefühl zu haben, zu Hause zu sein. Ja, die Stadt ist ähnlich wie Münster, ein Tick kleiner. Klein, aber schön. Was anderes als Berlin, wo ich jetzt herkomme, aber ja, ich komme auf jeden Fall mit klar. Die Stadt ist ja, klein, klein und fein, würde ich mal sagen. Eine schöne Altstadt und ja, sie gefällt mir eigentlich ganz gut. Du bist für ein Jahr aus Berlin ausgeliehen, wo wir das, wenn wir das gleich mal aufgreifen. Besteht da regelmäßiger Kontakt zu Hertha? Und wie sieht das halt aus? Ja, das auf jeden Fall auch. Ne? Ich spreche mit dem Torwarttrainer aus Berlin. Auch über meine Leistung, über die Sachen, die ich auf den Platz bringe. Ja, und da tauschen wir uns regelmäßig aus. Er geht auf mich zu, ich gehe auf ihn zu. Wie es aussieht, wie ich mich fühle, wie die Spiele waren, was positiv, was negativ war. Darüber sprechen wir auch. Ja, und versuchen auf jeden Fall den Kontakt, was für mich auch wichtig ist und auch für einen Verein auch wichtig ist, aufrechtzuerhalten, dass ja, da regelmäßiger Austausch vorhanden ist. Und das klappt bis jetzt ganz gut. Was ist eigentlich für einen Berliner so ein Traum, dann irgendwann auch mal für die Hertha zu spielen, für die Hertha-Profimannschaft? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja relativ früh schon das ein oder andere Freundschaftsspiel mitgemacht, habe immer oben mittrainiert über die Jahre, war eigentlich soweit immer überall dabei, hatte nicht das Glück, ein Pflichtspiel machen zu können. Aber ich glaube, für einen Jungen, ja, es ist immer ein kleiner Traum, wenn man in der Stadt, wo man groß geworden ist, auch Profi wird, bei dem großen Verein in der Stadt, dort auch irgendwann mal für den Verein aufzulaufen. Ich glaube schon, dass das ein Ziel ist. Ja. Also ein langfristiges, hast du kurzfristige Ziele, um da mal bei zu bleiben? Ja, kurzfristig erstmal. Ich würde mal sagen, dass man von Spiel zu Spiel denken muss. Ich möchte meine Leistung auf den Platz bringen. Wir möchten die Punkte holen, wir möchten so gut wie möglich abschließen. Und ja, und dann, ich glaube, man sollte sich nicht die Ziele allzu weit wegsetzen, sondern immer relativ ja, nah dranbleiben und jetzt nicht sich überlegen, ja, in einem Jahr möchte ich so und so viele Punkte gut haben, sondern einfach von Woche zu Woche Spiele machen und alles andere kommt dann. Alles klar, danke Nils.